Lotari Tohuwabohu. Warte, Bisi, nur, es fängt an. Alle sind auf dem Weg zum Spaß am Wunder Festival. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich auch. Zu wie viel Gewinns wollen wir hin? Zu wie viel? Zu allen. Zum Kuchenwettessen, Yeti-Stampftanzwettkampf, Regenbogen statt Bus, wer hupt schöner. Alle haben mich gebeten, in der Jury zu sein. Wow, das klingt nach einer Menge zu tun. Ja, aber ich find's schön, viel zu tun und viel zu helfen. Einen gackernd grünen Morgen für euch, Fru und Bartleby. Kommt und feiert mit uns alles, was das Regenbogenreich so spaßig und wundervoll macht. Spaßer Wunder! Spaßer Wunder! Spaßer Wunder! Oh, für das diesjährige Festival habe ich eine besondere Überraschung dabei. Ein Hinotari-Ei. Eine Hinotari-Vogelmama legt in 1000 Jahren nur ein Ei. Oh, was für eine schöne Idee für das Spaß am Wunder-Festival. Oh, wo wir gerade vom Festival reden, True. Ich mache mir Sorgen um all die royalen Pflichten, denen ich nachgehen muss, während ich auf das Ei aufpassen soll. Ich kann auf das Ei aufpassen, während ihr euren königlichen Pflichten nachkommt. Wirklich? Oh, also vielen Dank, True. Du bist immer so hilfsbereit. Oh, wie süß! True, bist du mit den ganzen Events heute nicht schon sehr beschäftigt, irgendwie? Ja, schon. Aber ich schaffe es, auf das Ei aufzupassen. Kein Problem. Vielen Dank, True! Viel Spaß beim Spaßer Wunder Festival! Oh, wie schön! Wundervoll! Tja, das Ei ist wirklich ein Ei. Aber diese Eiswaffel ist bestaunenswert. True, seht ihr meine Multigeschmacks-Megakugel-Eiswaffel an? 5-Sekunden-Regel. 1, 2. Das ist mein erstes Event. Regenbogen statt Bus, wer hupt schöner? Hm. Geh vor, Jurorin True, und viel Spaß. Oh, oh. Eichen mag wohl keine lauten Geräusche. Ich mach das. Du kümmerst dich jetzt um die Busse und ich bleib hier bei Eichen. Danke, Bee. Ich bin gleich zurück. Ach, Katzen haben immer was zu tun. Wer ist mein Eichen? Du bist mein Eichen. Ja. Oh, hallo, True. Bist du bereit, das Wer hupt am schönsten zu bewerten? Oh, wo ist das Hinotari-Ei? Eichen mag keine lauten Geräusche, Eure Hoheit. Deshalb passt Bartleby auf, bis ich zurück bin. Ah, gut durchdacht. Okay, Busse, lasst eure Hupen hören. Klasse! Wunderbar! Goldene Geranien. Ganz wundervoll. Wir haben einen Wer hupt am schönsten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Eiern geht es bei Katzen ganz besonders gut. Das ist offensichtlich der beruhigende Einfluss einer sorgenden Katze. Hey, Bee, wie geht es unserem Eichen? Außen hart, innen weich. Ein Eierwitz. Es bedeutet, alles ist gut. Oh gut, dann muss ich hier also nichts mehr aufrühren. Nichts mehr aufschlagen. Sehr gut. Hi! Der Yeti-Stampftanzwettkampf muss gleich anfangen. Oh, oh, noch mehr Lärm, armes Eichen. Geh nur, ich werde Eier sitten. Danke, Bee. Bis dann. Möchte Eichen einen Ballon? Vielleicht binden wir einfach ein paar um dich rum. Oh, der sieht doch toll aus. Nein, nein. Oh, und sieh dir den an. Unglaublich, sieh dir nur mal die tollen Farben an. Oh, einen Moment. Der da. Nein, nein. Wie wär's mit den beiden? Warte. Mama? Vielleicht die da drüben. Ja, warte mal. Ballons können fliegen. Was, wenn sie das Ei davonfliegen lassen? Warum mache ich mir solche Sorgen? Du wirst doch nicht schlüpfen und davonlaufen. Oh nein. Wow! Wir haben unseren Yeti-Stampftanzgewinner! Oh,
Richtig, der Stein- oder Wesen-Wettkampf. Hab ich fast vergessen. Um Bi und Eichen kümmere ich mich dann sofort danach. Eichen! Ach, stimmt ja, du bist geschlüpft. Schlüpfling! Wo bist du? Ich habe Ballons! Schlüpfling! Ach, dieses Küken könnte schon kilometerweit weg sein. Los, fang an, Steinchen. Kommen Sie näher, gewinnen Sie einen Preis. Raten Sie, ob es ein Stein oder ein Steinwesen ist. Treffen Sie die richtige Entscheidung und der Preis gehört Ihnen. Steinwesen. Nein, Stein. Ein Steinwesen? Klasse! Und herzlichen Glückwunsch! Yeah! Miss True? Ma'am? Das Kuchenwettessen, das habe ich auch total vergessen. Ich muss wirklich bald zu Bi zurück. Mama? Da bist du ja! Du magst Mais, oder? Das ist toll. Hey! Nicht meine Nase kitzeln. Das war aber gekitzelt. Übrigens, tolle rote Schwanzfeder. Mama? Mama? Nein, 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 nein. Reiß dich zusammen, Schlüpfling, okay? Wir gehen jetzt Schuh suchen. Schlüpfling? Oh, nein, 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 Schlüpfling! Schlüpfling! Hey, was ist los? Witzige Geschichte. Das Ei ist geschlüpft. Nur ein bisschen. Okay, doll. Es ist ziemlich doll geschlüpft und es ist weggerannt. Oh nein. Ich hätte früher zurückkommen sollen. Der Regenbogenkönig zählt auf mich. Wir müssen Eichen zurückholen. Ich nenne es jetzt Schlüpfling, weil es geschlüpft ist, weißt du? Ich habe zu vielen Leuten versprochen, ihnen zu helfen. Und ich hab's nicht geschafft. Ich hätte nie anbieten dürfen, auf das Ei aufzupassen. Jetzt ist das hier passiert. Es tut mir leid. Keine große Sache, True. Jeder weiß, wie gerne du anderen hilfst. Und ich bin da, um dir zu helfen. Danke, Bi. Du bist der Beste. Und jetzt lass uns Eichen, Schlüpflingen finden. Sie ist da lang. Schlüpfling! Was für ein süßes kleines Küken. Mama? Oh, sie denkt, ich bin ihre Mama. Hast du das gesehen? Ein Kuss von Schlüpfling. Verwandelt die Leute in Küken? Wir müssen das aufhalten. Folge dem Küken. Es ist schnell. Du hättest sehen sollen, wie schnell es einen Maiskolben gegessen hat. Sie mag Mais? Schnell, Bi, schnapp dir ein. Kleiner Schlüpfling, sieh mal hier. Ich habe ganz viel leckeren Mais. Oh ja, hallo, Hinotari-Küken. Hinotari-Küken? Oh nein. Oh. Alles in Ordnung, Kleiner. Mama? Oh. True, Bartleby. Das Hinotari-Küken ist geschlüpft. Wissen wir, wissen wir. Wir suchen sie schon die ganze Zeit. Wir müssen es schnell finden. Solange das Hinotari-Küken nicht von seiner Mutter geküsst wurde, wird es alle Bewohner küssen. Wird es? Ja, und dann dauert es nicht mehr lange, bis sich jeder in ein Küken verwandelt. Nur keine Sorge. Glücklicherweise weiß ich, wie man ein Hinotari-Küken am besten fängt. Es ist wirklich ganz einfach. Regenbogenkönig! Was ist hier eigentlich los? Ich bin zum Spaßer-Wunder-Festival gekommen, um was zu haben. Spaß! Sollte irgendwas Schlimmes passieren, haltet es bitte von mir fern. Mama? Schlüpfling sucht nach ihrer Mama. Und sie wird einfach jeden hier küssen, bis sie sie gefunden hat. Dann sollten wir sie schnell wieder zusammenbringen. Ein Hinotari-Küken ist süß. Aber diese Rasselbande, komm schon. Wir brauchen gewaltige Wunschhilfe. Oh, Cumelo! Zum Wunschbaum, bitte. Danke,
Jumelo. Hi, Sie. Willkommen, True und Bartleby. Oh, was ist denn mit den Wünschen los? Wir feiern das Spaßer-Wunder-Festival, indem wir unsere eigenen Spiele hier im Wunschbaum spielen. Jetzt gerade spielen Sie Sackhüpfen. Dieses Mal bin ich der Juror. Auf die Plätze, fertig. Los, Wünsche! Keine Angst, wir spielen noch mehr Spiele, wo man Schleifen gewinnen kann. Also, wie kann dir der Wunschbaum helfen, True? Wir haben ein Problem, Sie. Das Hinotari-Ei ist geschlüpft. Und jetzt küsst das Küken alle und verwandelt sie auch in Küken. Oh nein. Oh doch. Schlimmerweise wird es so weitergehen, bis wir sie zu ihrer Mama auf den Tippi-Tippi-Topberg bringen, damit ihre Mama sie küssen kann. Schöne Schwerkraft. Was für ein Dilemma. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Wie willst du das Problem lösen? Tja, ich brauche einen Wunsch, mit dem ich alle Küken zusammenbringe, um das Echte zu finden. Klingt gut. Noch mehr gute Ideen? Und noch einen Wunsch, mit dem ich alle wieder zurückverwandeln kann. Gut überlegt. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Sei diese Wünsche toll. Lasst uns sehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Oh, hier ist er. Dein erster Wunsch ist Lierlang. Ein musikalischer Wunsch, der jeden mit seiner Musik so verzaubert, dass er ihm folgt. Wie praktisch. Die Küken können Lierlangs Musik folgen, sodass ich sie dann alle zusammentreiben kann. Dein zweiter Wunsch ist Tintchen. Oh, wie spannend. Dieser Wunsch kann die Farbe von allem, überall und jederzeit ändern. Schlüpfling mag Mais. Vielleicht kann ich den Eierkinderwagen gelb färben, sodass Schlüpfling wieder reinspringt. Der Buggy würde wie ein riesiger, saftiger Maiskolben aussehen. Und dann haben wir auch noch Flecto. Flecto kann nicht nur wie ein Spiegel Dinge reflektieren, sondern sich auch größer, kleiner machen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ein Spiegel mir helfen soll, die Küken zusammenzutreiben, aber ich werde es sicher herausfinden. So wie immer. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Viel Glück, ihr zwei! Zurück zum Spaßer-Wunder-Festival, Cumelo. Wir müssen Schlüpfling finden und alle zurückverwandeln. Oh, sie sind überall! Du denkst, ich sei deine Mama? Wie süß! Mama? Passt auf! Wir müssen die Küken zusammentreiben, bevor jeder zum Küken wird. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir benutzen den ersten Wunsch. Okay, also wir sind uns nicht wirklich einig. Ich werde sie alle mit Musik zusammentreiben. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du! Mach auf, Lierlang! Wunsch werde wahr! Lierlang? Kennst du ein Lied, das diese Küken mögen? Mhm. Toll! Lass mal hören! Hey, es klappt!
Aber fangen Sie nicht wieder an rumzurennen, also wenn die Musik aufhört? Nicht, wenn wir sie zusammentreiben und irgendwo hinbringen. Und ich weiß auch genau, wohin. Kommt mit! Okay, und wir haben alle Küken. Aber es sind so viele. Was jetzt? Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach oben kommen für eine bessere Aussicht. Dann können wir das richtige Küken auswählen. Danke, Lierlang. Gut gemacht. Oh, Cumelo! Wie sollen wir es denn nur erkennen? Sie sehen alle gleich aus. Ja, sie haben alle diese großen Kulleraugen und ihre süßen kleinen Bürzel mit der einen kleinen roten Feder. Eine kleine rote Feder? Ja, die mit der Schlüpfling meine Nase gekitzelt hat. Wie? Ich kann nur eine rote Feder sehen. Mama! Das muss Schlüpfling sein. Du gib hast mir das gefunden. Fantastisch. Oh, danke, True. Aber was jetzt? Die Küken sind wieder frei. Wir brauchen etwas, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwas wie einen riesigen Maiskolben. Was? Sasuni-Saftbälle? Tada! Ein riesengroßer Katzenmaiskolben. Er ist lila. Aber man kann sich gut darin bewegen. Wow. Zu früh gefreut. Ach, du musst dich nur dran gewöhnen. Und mein zweiter Wunsch kann uns mit dem Farbproblem helfen. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Tintchen. Wunsch werde wahr. Hi, Tintchen. Ich muss Bartebys Verkleidung gelb färben, sodass er wie ein Maiskolben aussieht. Kannst du dabei helfen? Aha. Fertig! Du bist ein super Maiskolben! Bin ich wirklich? Hey, Moment mal. Danke, Tintchen. Also treiben wir sie wieder zusammen. Hier, Küken, Küken. Ich habe einen riesigen Maiskolben für euch. Warum wollen Sie meinen Maiskolbenkörper nicht, True? Verhalt dich mehr wie Mais. Verhalt dich wie Mais? Was soll das? Oh, okay, los geht's! Mais, 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 ich bin ein Maiskolben. Mais, 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 sieh nur her, ich bin so, golden. Ja, das hat sich gereimt. Es funktioniert. So gut. Los! Weiter, Suppi, dahin, wo wir sie vorhin hatten. Ja, ich lauf so schnell ich kann. Beeil dich, Bi! Du schaffst das! Ich schaff es! Ich schaff es! Ich schaff es nicht! Warte, Bi! Oh, mein armes kleines Katzenküken! Oh, oh! Jumelo! Schnell! Danke, Cumelo. Jetzt, wo sogar Bartleby verloren ist, bin ich die Einzige, die kein Babyvogel ist. Wow, Griselda, du bist wieder du. True, ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Du solltest... Die Pfütze, das ist es. Als das Küken sein Spiegelbild in der Pfütze gesehen hat, wurde es wieder zu Griselda. Es würde schneller gehen, wenn ich meinen Spiegelwunsch benutze, um alle Küken zurückzuverwandeln. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Flecto. Wunsch werde wahr. Flecto, bist du bereit, mir beim Zurückverwandeln zu helfen? Mhm. Toll, dann los.
Na du, wem gehört wohl dieses süße kleine Gesicht? Hä? Hey, es klappt! Danke, True. Wieso habe ich so ein Bedürfnis, Maiskolben zu essen? Hey! Tada! Ja, danke. Warte! Komm zurück, Küken! Mit einem größeren Spiegel wäre das viel einfacher. Fleck, du musst größer werden, sodass jedes Küken sich selbst sehen kann. Danke! Und es geht los! Sieh mal bitte hier rüber, Küken. Petrolfarbene Persimone, ich bin wieder ein König. Hier, Küken, Küken, Küken. Nun, es wurde auch Zeit. Oh, mein kleiner Froggy-Pups. Ich bin wieder mein schönes, seidiges Katzengesicht. True. Ich bin so froh, dass du wieder da bist, Bee. Du warst der Allerletzte. Jeder ist wieder ganz er selbst. Klasse! Aber wo ist Schlüpfling? Genau hier! Wir müssen es zu ihrer Mama auf den Tippi-Tippi-Top bringen, damit es nicht noch jemanden küsst. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Hallo, Mama Hinotani-Vogel. Wir haben dir eine Kleinigkeit vom Festival mitgebracht. Meint ihr, es hat geklappt? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Darf ich? Vielen Dank. Oh, gern geschehen. Es hat funktioniert. Ich bin kein Küken. Und ich? Danke. Wow, wow, Himmelsblups. Sie? Ist es nicht doch zu früh, den Himmel zu beobachten? Das Laternenfestival hat noch nicht einmal angefangen. Aber es dauert nicht mehr lange. Ich kann es kaum erwarten, bis unsere Laternen den Himmel erleuchten. Erleuchten. Aber ihr werdet noch etwas vorbeifliegen sehen, das mindestens genauso fantastisch ist. Seht nur. Himmelsblups? Wow. Ich habe sie noch nie so aus der Nähe gesehen. Sie fliegen nur einmal im Jahr hier vorbei, wenn sie fortziehen. Fortziehen? Wenn ihnen hier zu warm wird, ziehen sie in den kühlen Norden fort. Wow, wow, wuhu! Oh, ich will auch mit ihnen sprechen können. Wuhu! Ich glaube, sie haben uns gehört. Doch, plappern ist nicht so mein Ding. Ich bin eher der starke, schweigsame Typ, der immer die Ruhe behält, wisst ihr? Ah, Blups, blub, blub, blubs, Himmelsblups, das. Sieh mal, sie haben sogar ein süßes Blubberbaby. Oh, hi, Baby. Was für ein großer Baby-Blubbermund. Da passt ja eine ganze Katze rein. Ich sehe gar keine Flügel. Sie müssen mit ihrem Schwanz fliegen. Ja, sie sind sehr anmutige Flieger. Nur mit dem Landen tun sie sich etwas schwer. Katzen verstecken! Ninja Katzen verstecken! Ich sehe nichts und will nicht gesehen werden. Ich zittere vor Angst. Sind sie nicht wundervoll, Bartleby? Bartleby? Wo bist du? Hier drüben! Wir sollten wirklich gehen. Zu dem Festival ohne Himmelsblubs, schon vergessen, das, wo wir hin wollten. Das Laternenfestival hätte ich ganz vergessen. Okay, lass uns gehen. Möchtest du mit uns kommen, Sie? Danke, True, aber nein. Von hier kann ich das Laternenfestival und gleichzeitig die Himmelsblubs sehen. Das ist die beste Aussicht im Königreich. Okay, Sie, viel Spaß, wir gehen. Bis bald. Und ihr seid bitte vorsichtig auf eurem Weg nach Norden. Danke, Cumulo. Jetzt lasst uns diese Party rocken! Wir lassen die Babys also fliegen, wenn die Musik aufhört, oder? Yeah! Okay, es ist Zeit, mitzugrooven. Diese Katze, die kann moven. Wuhu! Miau, diese Miete kann tanzen.
Bee, sieh mal! Was? Mit den Himmelsblubs stimmt das nicht. Ninja-Katzen verstecken. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir sollten uns das Festival von hier anschauen. Nur für den Fall, dass es regnet. Oh, Barnaby. True, die Himmelsblubs sind umgekehrt. Was ist da los? Ich glaube, die Musik vom Laternenfestival macht ihnen Angst. Das muss es sein. Sie ziehen nämlich nicht in den kühlen Norden. Sie sind auf dem Weg in den dunstigen Süden. Dunstig und warm klingt perfekt. Aber nicht für die Himmelsblubs. Sie mögen nur kaltes Wetter. Heißes Wetter wäre überhaupt nicht gut für sie. Sie müssen wieder umdrehen. Kannst du sie aufhalten, bis wir da sind? Ich werde es versuchen. Ocumelo! Tut mir leid, dass wir den Laternenstart verpassen, Bee. Aber wir müssen ihnen helfen. Ja, so sind wir halt. Zeit, an Bord zu gehen. Warum gehe ich nicht an Bord? Miau! Irgendwie wollten meine Beine nicht gehorchen. Zu den Himmelsblubs, bitte. Wow, 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 wuh! Sie? Was machst du da? Ich versuche, die Himmelsblubs zu beruhigen. Wui, wuh, wuh, wuh. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sie! Ich muss an meinem Himmelsblubruf arbeiten. Ganz langsam, kleiner Blub. Alles in Ordnung. Oh nein! Sie haben einfach zu große Angst. Wir brauchen Wunschhilfe, um sie zu beruhigen und um sie umzuleiten. Zum Wunschbaum, Q! Oh, richtig. Upsi. Danke, Cumelo. Geht es allen gut? Ja. Hatte ich schon erwähnt, wie schnell sich Himmelsblubs aufregen? Nein, aber jetzt wissen wir es. Wie kann ich es schaffen, die Himmelsblubs so zu beruhigen, dass sie wieder weiter in den kalten Norden fliegen können? Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall schwierig. Lasst uns darüber nachdenken. Wie willst du die Himmelsblubs dazu bringen, in den kalten Norden zu ziehen? Also, die armen Kleinen sind so schreckhaft und haben vor allem möglichen Angst. Ich muss dafür sorgen, dass sie sich sicher fühlen. So wie man sich fühlt, wenn man zusammen mit liebenswerten Menschen ist. Warm und geliebt. Ja, Barnaby, ganz genau. Ein Wunsch kann uns dabei helfen. Und wenn sie sich immer noch fürchten, brauche ich einen weiteren Wunsch, der sie in den kalten Norden führt. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Was für fantastische Wünsche. Mal sehen, was die Wunschtorpedie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist... Ah, Lierlang. Es ist ein musikalischer Wunsch, der so schöne und zauberhafte Musik spielt, dass jeder sie liebt und ihr folgen will. Das ist super. Lierlang kann dafür sorgen, dass die Himmelsblubs uns folgen.
Und dein zweiter Wunsch ist Seite an Seite. Wie schön. Ein Zusammensein-Wunsch. Er gibt einem dieses warme Gefühl, mit geliebten Leuten zusammen zu sein. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, True, aber ich liebe dich noch mehr als sonst. Ein Zusammensein-Wunsch ist perfekt. Durch ihn bin ich für sie wie ein Familienmitglied und kann sie in den kalten Norden führen. Und dein dritter Wunsch ist Schildchen. Sehr interessant. Ein Schildwunsch, der alles an sich abprallen lässt. Psst, kannst du einen vom Himmel fallenden Himmelsblub abwehren? Ich hab nur für einen Freund gefragt. Ein Schildwunsch ist cool, aber ich bin mir nicht sicher, wie er uns dabei helfen kann, die Himmelsblubs nach Hause zu führen. Du wirst den Wunsch schon richtig einsetzen, so wie du es immer machst, True. Dankeschön, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch über Faceblase. Ich weiß eine Menge über Himmelsblubs. Machen wir. Los geht's, Bee. Lass uns unsere Himmelsfreunde in den kalten Norden bringen. Oh nein. Seht nur, wie weit sie schon geflogen sind. Sie sind schon fast im dunstigen Süden. Man kann die Hitze bis hier oben spüren. Puh. Diese furchtbare Hitze ist einfach schrecklich. Einfach schrecklich. Armes Baby Blub. Sie hat wirklich große Angst. Oh ja, das hat sie. Los, Cumelo. Wir müssen sie überholen und bringen sie dann zum Umkehren. Ich habe ja den richtigen Wunsch, damit sie sich warm und behaglich fühlen. Und danach führe ich sie von hier weg. Also los, Seite an Seite. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf Seite an Seite. Wunsch werde wahr. Hallo, Seite an Seite. Damit sich die Himmelsblubs sicher genug fühlen, um mir zu folgen, muss ich zu einem Familienmitglied werden. Kannst du... Puh. Seite an Seite? Nein, nicht Seite an Seite. Ich möchte, dass sie mir folgen, nicht Bartleby. Was passiert hier? Mich kribbelt es überall. Sogar das Kribbeln kribbelt mich. Was bedeutet all dieses Himmelsgeblubbe? Bartleby, sie fühlen sich von dir angezogen. Von mir? Du meinst, als wäre ich ihre Mama? Nein, 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 nein. Du sollst doch ihre Mama sein, nicht ich. Seite an Seite, können wir das nochmal probieren? Na gut, trotzdem danke. Es tut mir leid, Bee, aber Seite an Seite hat nur Wunschkraft, um es einmal zu machen. Oh, das Babyblub hat dich jetzt aber wirklich sehr lieb. Sag ihr, sie soll aufhören. Kann ich nicht. Sogar die Mama vom Baby möchte dich als Mama haben. Ja, aber ich bin nicht bereit, Mama zu sein. Ich wasche mir ja nicht mal selber die Pfoten vorm Essen. Bis die Wunschkraft von Seite an Seite nachlässt, bist du aber ihre Mama. Doch keine Sorge, du kannst sie beruhigen. Ich kann was? Oh, hab sie fest! Warte, Bee! Hey, danke, kleiner Blub. Weich, elastisch. Okay, bleib einfach. Himmelsblubs, wenn das hier klappen soll, müsst ihr auf eure Mama hören, okay? Eure Mama braucht etwas Platz. Danke, Leute. Es klappt. Sie hören zu. Und zwar mir. Siehst du? Du bist ein Naturtalent. Jetzt bringen wir sie nach Hause. Richtig, nach Hause. Himmelsblubs? Dreht euch um, bitte. Der kalte Norden ist da lang. Hört auf eure Mutter. Mich. Kommt mit, kleine Blubs. Wir lassen den dunstigen Süden hinter uns. Gut gemacht, Mama Bee. Danke, True. Ach, es ist so einfach. Es ist gar kein Problem. Warum halten wir an? Warte, Bee. Hilfe, True! Wir fliegen zum Glücksfarmertal, egal ob wir wollen oder nicht! Junge, das war furchteinflößend, aber immerhin wurde ich nicht zerquetscht.
Oh nein! Geht es dir gut, Bee? Alles in Ordnung. Wolken sind so leicht wie... Naja, Wolken halt. Komm her, Bee. Ist ja schon gut. Hä? True, warum leckst du mich ab? Hey! Ach, deswegen sind sie im Glücksfarmertal gelandet. Es ist Essenszeit. Ja, ist es. Und ihr Stil gefällt mir. Oh, Bee. Ihr mögt scharfe Tamtams? Ich glaube, sie wollen von jemand anderem gefüttert werden. Jemandem namens Mama. Wow. Aber ihre Münder sind riesig. Was, wenn ich reinfalle? Reinfalle! Reinfalle! Schon okay, sie essen dich nicht. Bist du sicher? Fast sicher. Fast sicher? Oh, hab keine Angst. Sie lieben dich. Schon vergessen? Und falls doch was passiert, helfe ich dir. Okay, hier, Himmelsblub, nimm deinen scharfen Tamtam von deiner Mam-Mam. Sie sind Yam-Yam. Oh, na, wir haben es immerhin probiert. Ha, vielleicht füttern sie sich ja selber. Vielleicht. Vielleicht. Hallo, Sie. Wir schaffen es nicht, die Himmelsblubs zu füttern. Sie wollen keine scharfen Tamtams. Ah, versuch das Essen im Mund zu halten. Meinst du etwa so? Oh, geht es dir gut, Bee? So viel Geblubber. Aber sie hat dich nicht gegessen, oder? Nein, hat sie nicht. Das ist meine supermutige Katze. Komm schon, wir brauchen noch mehr scharfe Tamtams, um ihre Blubberbäuche zu füllen. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Fütterungszeit! Das hast du super gemacht, Mama Bee. Ach, danke. Das ist lustig. Himmelsblubzungen fühlen sich wie nasses Schleifpapier an. Okay, kleiner Blub. Wir bringen dich und deine Familie nach Hause. Kalter Norden, wir kommen! Oh, oh, und was machen wir jetzt? Bist du durstig? Juckt dich was? Brauchst du einen Bauchkrauler? Was? Was? Ich glaube, sie sagt, danke, Mama. Oh, gern geschehen. Warte, Bee, wir kommen in die Nähe des Festivals. Oh, oh. Bingo Bongo spielt immer noch. Das Laternenfestival ist in vollem Gange. Oh nein, oh nein, oh nein. Himmelsblubs, bedeckt eure Ohren. Haltet sie euch bitte gut zu. Es ist vorbei. Oh, gut. Und wenn die Musik aufhört, dann bedeutet das... Bereit? 3, 2, 1, Laternen los! Oh, sieht euch das alle an. Lassen jetzt ihre Laternen steigen. Laternen sind gruselig. Laternen sind gar nicht gut. Die armen kleinen Himmelsblubs. Oh nein, jetzt machen auch noch die Laternen den Blubs Angst. Kommt nicht in die Nähe meiner Babys. Bleibt ja weg von meinen Kindern. Hä? Was war das denn? Ich habe völlig vergessen, dass die Laternen das machen. Wenn sie landen oder etwas treffen, dann platzen sie. Mit einem lustigen Geräusch. Dadurch hinterlassen sie überhaupt keinen Müll. Das sind einfach viel zu viele Laternen. Wir müssen sie unbedingt loswerden, bevor die Himmelsblubs wieder in die falsche Richtung losziehen. Aber wenn wir alle Laternen platzen lassen, ruinieren wir das Laternenfestival. Und was machen wir nun? Lass uns mal nachdenken. Okay, lass uns denken. Wenn wir den Himmelsblubs einen Weg zum Durchfliegen ermöglichen wollen, müssen wir doch nur ein paar Laternen platzen lassen. Und nicht gleich alle. Ja, ja, tolle Idee. Wir können meinen Schildwunsch benutzen. Er kann uns einen Weg freiräumen, indem er einige Laternen zum Platzen bringt. Super gut, das machen wir. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Schildchen. Wunsch werde wahr. Kommt alle hinter mir her. Okay, Cumelo, lass uns ein paar Laternen zum Platzen bringen. Schon in Ordnung. Mamas bester Freund kümmert sich um diese bösen, gruseligen Laternen.
Himmelsblups, alles ist gut. Hört einfach auf eure Mama und folgt mir in den kalten Norden. Der Himmel ist jetzt frei, also Schluss mit all dem Drama. Wir sollten längst woanders sein, bitte hört auf eure Mama. Ich bin der Kopf der Familie, hört mir doch einfach zu. Wir fliegen hoch, so wie der Wind, und machen wuh, 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 wuh. Gut gemacht, Schildchen. Jetzt müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen, Himmelsblups. Zurück zu den anderen. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben den Laternen gezeigt, wer hier der Boss ist. Jetzt wird meine Himmelsblups nichts mehr davon abhalten, zurück in den kalten Norden zu ziehen. Sind das Sturmwolken? Oh, das gefällt meinen Babys gar nicht. Meine Mama weiß so was. Lasst uns lieber eine Pause machen. Gebremst. Das ist gar nicht gut. Die Sturmwolken kommen jetzt von allen Seiten auf uns zu. Also sind sie jetzt überall? Nein, sind sie noch nicht. Der Weg zwischen den Zeigefingerfelsen ist frei. Aber das ist ja wohl nicht mehr lange. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, True. Sie sagt, dass sich die Blups leicht erschrecken. Und die Zeigefingerfelsen sind super gruselig. Der Donner ist auch total gruselig. Wir müssen uns etwas überlegen, um sie zu beruhigen. Ich weiß was. Ich lasse Lia lang beruhigende Musik spielen. Das sollte die Blups entspannen und ablenken. Lia lang, ich brauche dich. Zip, zap, zu. Ausgewählt bist du. Wach auf, Lia lang. Wunsch werde wahr. Hi, Lia lang. Wir brauchen Musik, um unsere Freunde durch die Zeigefingerfelsen zu führen. Ja, das ist etwas zu ruhig. Wir müssen uns beeilen, Bee. Okay, okay. Wir brauchen Musik, die sie animiert, ihre Flossen zu bewegen, sodass sie uns folgen. Flossen animierende Musik, die kommt sofort. Himmelsblups, ihr seid so toll. Baby Blub, du rockst das voll. Mir nach. Woo, woo. Blub, ruf. Woo, woo. Der kalte Norden! Wir sind da! Jetzt weiß ich, warum man es den kalten Norden nennt. Wir haben die Himmelsblups nach Hause gebracht. Möchte jemand einen scharfen Tamtam? Bitte etwas weniger Sandpapierzunge. Ich bin so stolz auf dich, Bee. Du warst eine tolle Mama. Danke, True. Seite an Seites Wunschkraft wird bald nachlassen. Und dann werden die Himmelsblups mich nicht mehr als ihre Mama ansehen. Warte, Bee. Seite an Seites Wunschkraft hält nicht so lange an. Sie wirkt schon seit Stunden nicht mehr. Ist das so? Also lieben mich die Himmelsblups, weil ich ich bin? Ja, ganz genau wie ich es tue. Oh, oh, was ist los, Baby, was? Und ich hatte nicht mal einen scharfen Tamtam. Ich glaube, das war nur ein Kuss. Oh, Mama ist jetzt so glücklich. Fruity Sitter. Keine Sorge, Bartleby. Wenn wir im Regenbogenschloss fertig sind, gehen wir direkt zur Spring-Spring-Lagune. Pfotenversprechen. Pfotenversprechen. Ich kann's kaum erwarten. Du und ich am besten Platz im Königreich. Spring Spaß, wir kommen. Ich grüße euch, True und Bartleby. Hallo. Hi, Eure Majestät. Verzeiht meine Hast, aber ich muss dringend zum niemals endenden Klatsch- und Tratschrat. Niemals endender Klatsch- und Tratschrat? Sie meinen, Klatsch und Tratsch hören niemals auf?
Oh, nein, 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 nein. Es geht nur einen Tag. Man nennt es nur so, weil es im niemals endenden Wald stattfindet. Oh, okay. Oh, gepunktetes Pink. Ich habe fast vergessen, warum ich euch hergebeten habe. Würde es euch was ausmachen, heute auf das Schloss aufzupassen? Oh, was? Wirklich? Sie wollen, dass wir auf ihr Schloss aufpassen? Aber natürlich. Ich vertraue dir, True. Ihr werdet keine Probleme haben. Vor allem nicht damit, auf meine seltene und herrliche Blumicus Magnificus aufzupassen. Bewundert sie. Aber fasst sie besser nicht an. Kein Problem. Bis später. Los geht's. Tschüss, Eure Majestät. Viel Spaß. Tschüss, Spring-Spring-Lagune. Oh, komm schon. Ich bin sicher, hier haben wir genauso viel Spaß. Wie? Schlossböden federn nicht. Nein, aber sie sind rutschig. Und du weißt, was man mit Socken auf rutschigen Böden machen kann, oder? Rutschmarathon! Ich borge mir die Socken der Garde. Oh, lieber nicht. Oh. Ich benutze einfach mein Fell. Rutschmarathon! Miau. Griselda, was machst du hier? Der Regenbogenkönig hat mir erzählt, ihr passt aufs Schloss auf. Ich würde ja helfen, aber ich gehe auch zum niemals endenden Klatsch- und Tratschrat. So ist das, wenn man eine Prinzessin ist. Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich meinen lieben Frookie bei euch lasse, während ich weg bin? Hey, 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 Frookie hier bei uns lassen? Wir waren gerade mit Rutschen beschäftigt. Komm schon, es ist okay. Frookie ist süß. Ich bin sicher, er macht keine Probleme. Ja. Gar keine Probleme. Oh. Toll, hier ist Frookies Lieblingsball. Muah. Küsschen. Tada. Komm schon, Bee, wir können doch alle zusammen spielen. Fang, Frookie. Du bist echt gut darin. Oh-oh. Oh nein! Nein, Frookie! Mein Superrutscher sollte True zurückgewinnen. Hey, True! Nach dem ganzen Spielen seht ihr durstig aus. Mir geht's gut, aber Frook hat nicht mal mehr Sabba. Ich hole eine Schüssel Wasser. Bin gleich wieder da. Na gut. Gut. Frookie, ich habe hier Wasser. Wo ist Frookie Bee? Ich weiß nicht. Ball holen. Also, wie wär's mit einem schnellen Rutscher, solange er weg ist? Nur du und ich. Aber klar. Wuhu! Frookie? Ich frage mich, was Frookie im Gewächshaus will. Sehen wir nach. Naja, fast. Wow! Doppelter Frookie! Dreifacher Frookie! 1, 2, 3, 4 Frookies! Die Blumicus Magnificus! Jetzt wissen wir, warum wir sie nicht anfassen sollten. Komm schon, Hundi! Sitz! Mach Platz! Leg dich hier in den Handstand irgendwo! Kein Spaß. Komm schon, Bee. Oh nein. Ich hab's. Oh nein.
Dieses Schloss ist so groß. Wie soll ich all die Frugis fangen, wenn ich sie noch nicht mal finden kann? Ich brauche unbedingt Wunschhilfe. Aber ich kann die 5 Frugis nicht allein lassen. Ich passe auf sie auf, während du weg bist, True. Wir müssen extra schnell sein und los geht's zum Wunschbaum. Hi, Sie. True. Hier, du, hallo. Hä? Reden ich tu. Ubu mit. Ubu? Ubu ist ein Rückwärtswunsch. Du musst rückwärts mit ihm reden. Oh, Sie. Hi. Hilfe, Wunsch, brauche ich. Geh wieder nach oben. Oder ist es oben nach wieder geh? Komm, setz dich, True. Wie kann ich helfen? Ich sollte aufs Schloss aufpassen, aber dann hat Griselda Fruki da gelassen. Und die Blumicus Magnificus vom König hat aus einem Fruki 5 gemacht. Oh Mann. Wie kann der Wunschbaum helfen? Ich brauche Wünsche, die mir helfen, alle Frukis einzufangen und wieder in einen zu verwandeln, bevor sie das ganze Schloss auseinandernehmen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine 3 Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Interessante Wünsche, True. Ich kann dir mehr über sie sagen. Lass uns in die Wunschklopädie gucken. Dein erster Wunsch. Ah ja, Enderer. Der kann dich verwinzigen, oder? Gigantieren. Giganti was? Verwinzigen bedeutet sehr klein und gigantieren bedeutet sehr groß. Bei diesem Wunsch musst du mit den Fingern schnippen, damit er aufhört. Kapiert. Wenn dieser Wunsch mich sehr groß machen kann, ist es einfacher, all die Frugis einzufangen. Dein nächster Wunsch ist Verbinder. Er verbindet mehrere Sachen zu einer. Stell nur sicher, dass alle dicht zusammen sind, sonst klappt es nicht. Das werde ich mir merken. Dein allerletzter Wunsch ist Fliegi. Oh, wie aufregend. Er macht ganz große Blasen, in denen du rumfliegen kannst. Ein fliegender Blasenmacher? Ich weiß noch nicht, wie mir das bei den Frugis helfen soll. Aber dir fällt schon was ein, True. So wie immer. Danke, Sie. Und danke, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Danke, Sie. Bis später. Mach's gut. Bartleby, ich bin zurück. Ich habe die Wünsche dabei. Wo sind die Frugis? Ich habe sie mit Fischpusti-Crackern in der Küche gelassen und bin dann zum Snacken hergekommen. Ziemlich schlau, oder? Frugilein, ich bin zurück! Griselda, wenn sie die 5 Frugis sieht, flippt sie sich ja vollkommen aus. Okay, ich lenk sie ab und du kümmerst dich um die Frugis. Oh, oh. Da ist einer. Frugilein?
was ich alles mache, um Chu zu helfen. Ich bin schon sehr besonders. Okay, es geht los. Ruff! Froggy! So ist es. Beeil dich, Chu! Ich muss alle Froggies zusammenfangen. Wie soll ich sie hier reinbekommen? Aha, Fischboosty-Cracker. Die lieben sie. Kommt und holt sie euch. Das ist meine Chance. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Verbinder. Wunsch werde wahr. Also dann, lass uns alle Frookies wieder zu einem verbinden. Okay, Verbinder, dreh dich um den Topf so schnell du kannst. Cool, lasst uns sehen, ob es geklappt hat. Frookie? Du hast es geschafft, Verbinder. Toll gemacht. Oh, ich werde mein süßes Frookie-Lein mit Küsschen bedecken. Bartleby? Hey, hi. Schöner Part, Griselda. Oh, ich habe eine Katze geküsst. Frookie, guck mal, da ist Griselda. Mein Frookie-Lein? True, warum hat Bartleby so getan, als sei er mein liebes Frookie-Lein, ha? Huh? Also, Bartleby hatte einen schlechten Tag. Frookie übrigens auch, aber er war ein toller, braver Hund. Aber ich bin eine tolle Katze. Sie hätte wohl lieber einen tollen Hund. Frookie-Lein. Okay, Bartleby, lass uns noch weiter rutschen. Hm? Bartleby? Ich könnte einfach gehen und nie zurückkommen und Chu würde es nicht mal merken. Oh, aber ich wette, sie würde es merken, wenn es mich fünfmal gäbe. So, wie funktioniert diese magische Polle? Abracadabra! Presto, Wechselo! Es war ein Versuch wert. Ich bin so froh, dich wieder zu haben, mein kleiner Frookie! Oh nein, nicht wieder ins Gewächshaus! Was meinst du mit wieder? Wie viele verrückte Sachen passieren denn noch? Riesen-Frookie-Küsse! Ich kümmere mich drum. So, Frookie kann hier nicht mehr rein. Keine Probleme mehr. Großer Heldenknuddel, mach schon, na los! True? Oh. Wie soll ich einen riesigen Hund einfangen, der sich nicht fangen lassen will? Indem ich ihn kleiner mache. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Wach auf, Änderer. Wunsch werde wahr. Bist du bereit, Frookie kleiner zu machen? Mhm. Auf die Plätze. Und fertig. Sie hat gesagt,
muss mit den Fingern schnippen, damit er aufhört. Oh nein, ich kann es nicht. Bartleby, schnipp mit den Fingern. Ich hab keinen. Ich mach das schon. Ich bin gut im Aufmerksamkeit bekommen. Gewächshaus ist abgesperrt, aber ich muss da rein. Sieht ganz so aus, als müsste ich Fruki durch das Schlüsselloch folgen. Ich weiß, es bedeutet extra Arbeit für dich, aber kannst du uns schrumpfen? Danke, Enderer. Komm schon, Bee. Bee? Wow, Bartleby! Wo gehst du hin? Davon. Was meinst du? Wir wollten doch zur Spring-Spring-Lagune und zur Sockenrutsche, aber du verbringst nur noch Zeit mit deinem neuen besten Freund, Fruki. Aber du bist mein bester Freund. Bin ich? Aber klar, Fruki ist auch mein Freund. Aber nur weil ich Zeit mit ihm verbringe, heißt das nicht, dass ich dich weniger lieb habe. Ist das so? Ja, du bist mein allerbester Freund in der Welt. Und das bleibst du auch. Pfotenversprechen? Pfotenversprechen. Allerbester Tag. Das ist ja rührend, aber wir müssen einen Welpen retten. Komm schon, Bartleby. Rutschmarathon! Okay, Enderer, einmal schrumpfen, bitte. Danke, Griselda. Ja, ja, beeilt euch. Wow, das fühlt sich ja komisch an. Wie groß würde ein Fischpusti-Cracker jetzt wohl sein? Du kannst welche naschen, sobald wir ihn gerettet haben. Fruki! Wir kommen, Fruki! Whee! Komm schon, Bartleby! Das ist kein Problem. Katzen landen immer auf ihren Pfoten. Alles in Ordnung? Ich glaube ja. Also... vermutlich, und das ist das Wichtigste. Oh, Bartleby. Oh, Fruki. Jemand freut sich, uns zu sehen. Schon okay, Fruki, nur keine Sorge. Wir holen dich hier raus. So, wenn wir jetzt einfach wieder groß werden, können wir die Tür aufmachen und gehen. Was hat Fruki vorhin vergrößert? Es war eines der Blütenblätter der königlichen Pflanze. Ich hole eins. Ich meine, irgendjemand wird eines holen. Schon okay, Bartleby. Lass uns nur gut drüber nachdenken. Wir müssen eines der Blätter berühren. Und um hochzukommen, benutzen wir meinen letzten Wunsch, Fliegi. Fliegen wir dann nicht einfach weg? Ja, aber ich habe eine Idee. Wenn wir schnell genug laufen, rollen wir. Wir steuern rüber zur Pflanze, berühren das Blatt. Und das war's. Fliegi, bist du bereit? Zap, zu, ausgewählt bist du. Wach auf, Fliegi. Wunsch werde wahr. Alle bereit zum Abheben? Wow, diese Blase ist echt schnell. Los, in Richtung Pflanze. Wir müssen die Blätter erreichen. Weiterlaufen, weiterlaufen. Wir sind fast da, Leute. Oh! Ja, wir haben es geschafft. Danke, Fliegi. Komm zurück zu den anderen. Frugilein, Fruki, Schatz. Fruki! Wow! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Frugilein. Wie war es, auf das Schloss aufzupassen? Nicht allzu schwierig, hoffe ich. Also, wir hatten eine Menge Spaß beim Sockenrutschen. Aber wir hatten auch ein paar Unfälle, Eure Hoheit. Ach, wirklich? Das ist in Ordnung. Unfälle können auch den Besten passieren. Ja, bis auf die Unfälle scheint alles in bester Ordnung zu sein. Das freut mich.
freut mich. Oh, ich sollte nach meiner Blumicus Magnificus sehen. Sie hat noch nicht geblüht, oder? Ihre schöne Blume konnten wir leider nicht reparieren. Es tut uns leid. Oh je. Oh je. Oh je. Hä? Phänomenales Pinky Pink. Was für Glück. Glück? Unfall oder nicht, ihre Blätter fallen verfrüht ab. Das bedeutet, dass sie auch früher blüht als gedacht. Schaut nur. Jetzt passiert es. Ist es nicht einfach wunderschön? Es gibt nichts Schöneres als eine blühende Blumicus Magnificus. Vier Regenbogenkönige? Keine Angst, einfach behoben. Gesundheit! Seht ihr, das passiert ständig. Wir hätten einfach nur Gesundheit sagen müssen. Ich glaube, wir haben über Sockenrutschen geredet, oder? Ich bin dabei. Komm schon, Fruki, los geht's. Woo! Wartet auf mich! Ich mache auch mit. Das lebende Meer. Möchtest du auch einen schönen kalten Sasuni-Saft, Bartleby? Das ist das Beste, um sich an einem heißen Strandtag abzukühlen. Aber bekomm bloß keinen Hirnfrost. Wie kann ich Hirnfrost bekommen, wenn mein Kopf so schön warm ist, True? Hirnfrost ist das, was du fühlst, wenn du kalte Sachen zu schnell runterschlingst. Also Schluck für Schluck. Hirnfrost! Körperfrost! Pfotenfrost! Schwanzfrost! Noch jemand Schwanzfrost? Ich hab sie, Bee! Super, großartig! Ich frag mal, ob der Regenbogenkönig und seine Wachen auch was wollen. Es braucht ein großes Entree, wo ich meine Besucher empfangen kann. Und ganz viele Fenster, aus denen man das Königreich sieht. Oh, und vergesst bitte nicht den Balkon, auf dem ich alle meine Bürger empfangen kann. Durstig, Eure Majestät? Na ja, vielen Dank, True. Meine Arbeiter können eine Pause gebrauchen. Eiskalter Sasuni-Saft. Aber trink nicht zu schnell, sonst bekommt ihr Hirnfrost. Ups. Ah, ein royaler Hirnfrost. Oh, das ist äußerst erfrischend. Also, was denkst du? Sieht mein Sandschloss aus wie mein wirkliches Regenbogenschloss? Wow, ich kann sie kaum auseinanderhalten. Was? Bartleby, hast du gerade den ganzen Saft ausgetrunken? Was? Ich? Nein. Was? Nein, ich hab was? Hab ich? Warte, lass mich nachsehen. Kein Gezitter, kein Hirnfrost. Nein, ich war's nicht. Au, hey, hey! Ein Meerblub. Oh, du bist so süß. Hast du unseren Saft ausgetrunken? Schon okay. Ich wette, du wolltest dich nur eine Runde abkühlen. Dann lass uns eine Runde schwimmen. Ja, dieser Schatten ist wirklich angenehm. Ein Meerblub, der nicht ins Meer will? Das ist aber nicht sehr meerblubbig. Ich wurde hier gerade fast weggeblubbt. Das ist wirklich seltsam. Meerblubs verlassen so gut wie nie das Wasser. Das Wasser ist überhaupt nicht kühl. Es ist warm. Sehr warm. Sie versuchen, sich im Schatten abzukühlen. Vielleicht stimmt mit dem lebenden Meer etwas nicht. Tja, nun, das sollten wir lieber rausfinden. Folgt mir. Komm mit, Bartleby. Ihr kennt das lebende Meer? Oh ja, und zwar schon lange. Ich kannte es schon, als es eine kleine Pfütze war. Oh, großes, wundervolles, lebendes Meer. Ich sage dir, ich vermisse dich sehr. Wow. Regenbogenkönig, es tut so gut, dich zu sehen. Da
Das sind meine Freunde True und Bartleby, die sich freundlich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Das lebende Meer wirkt heute nicht sehr lebendig. Also, wenn ich das fragen darf, eure Nassheit, geht es euch gut? Die Hitze macht mich ganz müde. Mich macht die Hitze auch müde. In ihr steckt sicher was von einer Katze. Aber euer Wasser ist doch immer kühl. Sogar an heißen Tagen. Das stimmt, Liebes. Eine Eissternfamilie hält mich immer schön kühl. Eissterne? Ja, sie halten das lebende Meer kühl. So wie die Eiswürfel in Bartleby's Sasuni-Saft. Das tun sie wirklich. Ihr findet sie im tiefen Wasser. Aber heute kann ich sie nicht fühlen. Panisches Pink, wenn den Eisstern etwas zugestoßen ist. Dann würde das lebende Meer so heiß werden, dass niemand mehr darin überleben kann. Wir werden sofort nach den Eissternen suchen gehen. Oh ja, dafür wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Das tun wir sehr gern. Oh. Wir brauchen wohl bald einen Blubsitter. Unsere armen Meeresfreunde. Ich muss versuchen, sie abzukühlen. Gute Idee, Eure Majestät. Und währenddessen suchen Bartleby und ich die Eissterne. Mhm. Oh, Cumelow! Hi, Cumelow. Flieg uns bitte über die tiefen Wasser des lebenden Meeres. Bis bald! Wasser, überall Wasser! Oh Mann, das lebende Meer sollte das mega riesige, gigantische Meer genannt werden. Du findest, dass es ein wirklich großes Meer ist, oder? ich glaube, ich kann ein paar Segelboote sehen. Das sind keine Segelboote. Das sind die Eissterne. Was passiert wohl, wenn ich einen anlecke? Vermutlich bekommst du dann allerschlimmsten Hirnfrost. Sie sollten eigentlich Kälte produzieren. Funktionieren diese Eissterne überhaupt richtig? Ich versuche mal den Katzenpfotentest. Pfotenfrost! Hey, hat das lebende Meer nicht gesagt, es gibt eine ganze Familie Eissterne? Es ist ein wirklich großes Meer. Lass uns weitersuchen. Genau so. Eine sanfte Brise wird euch abkühlen. Vorsicht bitte! Es gibt genug Schatten für alle! Oh nein! Jetzt gibt es gar keinen Schatten mehr! Geht es dir gut, mein kleiner Meerblub? Na, da haben wir ja Glück gehabt! Tja, da müssen wir uns wohl etwas Neues überlegen, um dich abzukühlen. Das bringt mich auf eine Idee. Hier sind keine Eissterne. Da sind auch keine Eissterne. Nirgendwo sind irgendwelche Eissterne. Oh, hier wird übel. Vielleicht. Ich hab dich, Bee. Warte, ich sehe einen. Oh nein, das ist ja der Eisstern von vorhin. Ich erkenne deinen Pfotenabdruck. Ja, richtig. Warte mal, vorhin waren es noch zwei Eissterne. Wo ist denn der andere hin? Ich weiß es nicht. Wir haben überall gesucht, aber konnten die anderen Eissterne nicht finden. Und jetzt haben wir sogar einen verloren. Wir müssen dieses Rätsel lösen, und zwar schnell. Zeit für Wunschhilfe. Cumelow, zum Wunschbaum bitte. Dasi? Ah, True, Bartleby, hier drüben. Fahn, bitte beginne zu pusten. Eine lustige Art, sich abzukühlen. Ja, lustig und nützlich. Ich bereite die Wünsche auf jedes Wetter vor. Windiges Wetter, frierendes Wetter und sonniges Wetter. Oh, damit Sie auf alle Arten von Wetter vorbereitet sind, wenn Sie mit mir ins Regenbogen reichziehen. Ganz genau. Der gewöhnt sich gerade an die Kälte. Hol dir keinen Hirnfrost. Aber das geht wieder vorbei. Und dieser Wunsch gewöhnt sich an sehr heißes Wetter. Oh oh, pass auf! Hab dich! Geht es dir gut, Kleiner?
Seid ihr auch hier, um abzukühlen? Genauer gesagt müssen wir das ganze lebende Meer abkühlen, Sie. Die Eissterne sind verschwunden. Oh nein, dann wird das lebende Meer immer wärmer. Die Meerblubs verlassen das Meer, um sich am Strand abzukühlen. Das ist was Ernstes. Lasst uns darüber nachdenken. Wir sind über das ganze lebende Meer geflogen und haben nach den Eissternen gesucht. Aber wir konnten sie nicht finden. Naja, vielleicht sind sie aus irgendeinem Grund abgetaucht. Ja, das kann gut sein. Wir brauchen Wunschhilfe, um unter Wasser suchen zu können. Außerdem müssen wir das lebende Meer so lange abkühlen, bis wir die Eissterne wieder zum Einsatz bringen können. Super Idee, True. Du hast einen Plan und bist bereit, ihn auszuführen. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Was für eine witzige Wunschgruppe. Lass uns sehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist Gefrieri. Das ist ein Gefrierwunsch, der super kalte Strahlen verschießt, die alles einfrieren. Das ist perfekt. Das wird uns dabei helfen, das Meer abzukühlen, bis wir die Eissterne gefunden haben. Bist du bereit, das Meer abzukühlen, Gefrieri? Oh! Das ist ein Ja. Aber halte meinen Schwanz daraus. Der hat schon genug gezittert. Dein nächster Wunsch ist Blubber. Ein Unterwasserwunsch, der euch hilft, unter Wasser zu atmen. Über dem Meer haben wir schon gesucht. Um unter Wasser zu suchen, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, diese Katze fasst nur dann Wasser an, wenn mal ihr Sasuli-Saft alle ist. Tut mir leid. Und dein letzter Wunsch ist Stampfi. Ein Trampelwunsch. Nichts macht ihn glücklicher, als zu stampfen und zu trampeln. Ich weiß zwar noch nicht, wie ein Trampelwunsch uns helfen kann, die Eissterne zu finden, aber ich bin froh, dich dabei zu haben. Dankeschön, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Viel Glück, True und Bartleby. Danke, Sie. Hey, sieh mal, da ist eine neue Sandburg am Strand. Und diese ist noch größer. Anscheinend hat der Regenbogenkönig einen Weg gefunden, die Meerblubs abzukühlen. Ja, ich bin hocherfreut, dass es ihnen endlich besser geht. Aber wenn das lebende Meer nicht schnell abkühlt, dürfte es hier bald ziemlich voll werden. Wir haben die Eissterne noch nicht gefunden, Eure Majestät. Aber wir haben drei Wünsche, die uns helfen können. Los geht's, Kiumelo. Viel Glück! Da ist er! Ich erkenne meinen Pfotenabdruck überall wieder. Du armer Eisstern. Du hast das lebende Meer ganz alleine abgekühlt. Wir haben dir Hilfe mitgebracht. In Ordnung, Gefrieri. Es wird Zeit, das lebende Meer abzukühlen. Zip-Zap-Zu, aufgeregt bist du! Mach auf, Gefrieri! Wunsch werde wahr! Hi, Gefrieri! Lass uns mal sehen, was du alles einfrieren kannst. Gib alles! Gemacht, Gefrieri. Du kannst dich jetzt vom Abkühlen erholen. Oh, das ist so viel besser. Oh, danke für die Abkühlung, True. Gern geschehen, lebendes Meer. Aber du bist so groß, dass wir dich nicht vollkommen abkühlen können. Das hilft schon, danke.
Aber ohne meine Eissterne kann ich nicht kühl bleiben. Wir finden die restliche Eissternfamilie. Versprochen! Okay, Cumulo, du suchst über dem lebenden Meer nach den Eissternen und Bartleby und ich suchen unter dem Meer. Oder, und ich denke nur laut, Cumulo und ich bleiben hier oben. Dann haben wir auch keine triefende Katze. Fang die Katze nochmal! Schon wieder Schwanzfrost! Soll das ein Witz sein? Ich habe keinen guten Schwanztag. Noch ein Meerblub. Ich wette, ihm gefällt das kühlere Wasser hier besser. Vorsichtig, das Eis ist ganz neu. Und ich glaube, er will jemanden zum Spielen haben. Wieso nur finden mich andere Kreaturen so unwiderstehlich? Du bist einfach so knuddelig, Bee. Warum bleibst du nicht bei unserem kleinen Blub hier, während ich nach den vermissten Eissternen unter Wasser suche? Blubba, Zeit für deinen Zauber. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Komm auf, Blubba. Wunsch werde wahr. Hallo, Blubba, lass uns abtauchen. Oh, keine Sorge, Eisstern. Ich finde den Rest deiner Familie. Ein Seil? Was macht denn ein Seil unter dem Meer? Der Eisstern wird weggezogen. Jemand nimmt ihn mit. Siehst du, das ist doch viel besser als rumspringen und das Eis kaputt zu machen, oder? Hey, sehe ich aus wie ein Ball? Lass mich runter! Ich habe vergessen, langsam zu sagen. Oh, der letzte Eisstern verschwindet. Der letzte Eisstern verschwindet? Das ist schlecht! Und das ist noch schlechter. Halt mich! Meerblub, wo willst du denn hin? Hey, Moment. Warum mache ich mir Sorgen? Ninja-Katzen können von Scholle zu Scholle springen, oder? Eins, zwei, Ninja-Katze, los! Hiya! Trocken bleiben. Du bist trocken. Oh, True. Vielen Dank, True. Ich würde dich knuddeln, aber du hast einen Blubberhelm auf. Das ist seltsam. Wir knuddeln uns später, Bee. Okay. Jetzt müssen wir erstmal einen Eisstern finden. Cumulo. Hast du noch Eissterne gefunden, Cumulo? Ich auch nicht. Aber ich weiß jetzt, was los ist. Die vermissten Eissterne sind nicht gesunken oder abgetrieben. Sie wurden mitgenommen. Mitgenommen? Warum sollte jemand einen Eisstern mitnehmen? Das weiß ich auch nicht, aber wir werden das rausfinden. Blubba, vielen Dank für deine Hilfe. Der Eisstern war doch eben noch hier, aber jetzt kann ich ihn nirgends entdecken. Hey, vielleicht hat mein Freund Meerblub ihn gesehen. Ja! Er zeigt uns den Weg. Seht mal, hier ist ein Hinweis. Ein Floß und zwei Paddel. Und sie sind noch nass. Hier muss der Eisstern hingebracht worden sein. Also irgendwas hier kühlt alles ganz schön ab. Hast du das gehört? Die Eissterne. Sie sind alle hier. Ja, sind sie. Miau! Entschuldigung. Schon gut. Wir wollten euch nicht erschrecken. Ich bin True und das ist Bartleby. Sie wundern sich, wie wir sie gefunden haben. Und ich wundere mich, woher ich das weiß. Bartleby? Sprichst du
Steinisch? Also, ja, vielleicht ein bisschen. Also, weißt du, Katzen sind sehr gute Redner. Wir sind euch hierher gefolgt. Habt ihr die ganzen Eissterne mitgenommen? Sie sagen, sie haben die Eissterne mitgenommen, um ihr Zuhause abzukühlen. Sie lieben es, auf dem Eis zu spielen. Aber die Eissterne gehören ins lebende Meer. Ohne sie ist das Wasser zu warm für all die Tiere, die darin leben. Sie sagen, es tut ihnen leid. Sie wollten nur die Lagune einfrieren und Eis laufen. Sie wussten nicht, dass sie das lebende Meer aufgewärmt haben. Aber hier drin haben sie es wirklich abgekühlt. Alle Eissterne auf einem Fleck sind vielleicht einfach zu viele. Wir müssen die Eissterne hier rausbringen. Na, kommt schon! Also gut, alle zusammen. Auf geht's! Und zieh! Er ist komplett festgefroren! Wir werden die Eissterne niemals hier rauskriegen, wenn es nicht wärmer wird. Und wir haben nur noch einen Wunsch übrig. Stampfi, wie kann uns ein trampelnder Wunsch dabei helfen, die Höhle aufzuwärmen? Warte, vielleicht brauchen wir ja gar keine Wärme. Erinnerst du dich noch, als das lebende Meer gefroren war und der Meerblub aufs Eis gesprungen ist, um es zu knacken? Ja, und wie ich beinahe nass geworden bin? Oh ja, Katzen vergessen sowas nicht. Stampfi könnte das Gleiche machen. Er kann stampfen und trampeln, bis das Eis bricht. Dann sind die Eissterne frei und wir können sie hier rausbringen. Ich stampfe vor Freude bei dieser Idee. Zeit für etwas Wunschhilfe. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Komm auf, Stampfi. Wunsch werde wahr. Okay, Stampfi, bereit zu trampeln? Papa. Na, dann geht's los. Mit dem Stampfi-Trampler läuft alles wie geschmiert. Tanz den Stampfi-Trampler, wer jetzt nicht Stampf verliert. Toller Stampfi-Trampler, kennst du dieses Lied? Dieser Stampfi-Trampler hin und jetzt alle trampelt mit. Dreh dich links, was für ein Glück. Fötchen hoch und zurück. Großer Sprung, starker Schlag. Weiter so, wie ich das mag. Mit dem Stampfi-Trampler sind alle froh, denn jeder weiß. Mit dem Stampfi-Trampler brechen wir das Eis. Danke, Stampfi-Trampler, du bist der Beste. Es wird Zeit, die Eissternfamilie zurück zum lebenden Meer zu bringen. Wie fühlt sich das Wasser jetzt an? Blub, blub. Wieder angenehm kühl. Wenn meine Oberfläche im Winter schön zugefroren ist, dürfen die Steine gern auf mir Eis laufen, True. Vielen Dank, lebendes Meer. Hast du das gehört? Es ist so erleichternd, wieder abgekühlt zu sein. Ich glaube, da kommt eine Welle. Wow! Warte, Bee. Ich dachte, Katzen mögen kein Wasser. Das stimmt. Oh, aber die Meerblumen passen auf mich auf. Oh, sie hatten mich schön trocken. Ja, bis